Hey Barkas. Was poppen? Suke muss sich noch umziehen, deswegen bin ich hier. Geht es euch gut? Habt ihr genug getrunken? Baki! Was machst du da? Da ist man mal kurz einmal weg. Und du übernimmst gleich wieder den Stream. Was soll denn das? Ihahahaha. Ich hab den Chat unterhalten. Von wegen? Weil sie meinen Stream klauen. Das ist mein Stream. Nun, Lasse macht das toll? Ne, dann rein jetzt. Wir sind heute hier, um mein neues Outfit zu zeigen. Dann zeig mal. Wollt ihr mein neues Outfit sehen, Buggers? Ich hab ein neues Outfit. Danke, Buggy, dass du übernommen hast. Ich musste mich hier noch kurz reinzwängen. Aber Dankeschön, Buggy. Kein Ding. So cute, so cute, love. So. Alrighty. Endlich. Lange haben wir gewartet. Lange habe ich gewartet. Es gibt ein neues Outfit. Und, vielleicht hier oben schon sehen könnt. Oh, was ist das? Meine neuen Sneakers. Man fängt ja immer von unten nach oben an, um euch hier zu präsentieren, was ich hier Schönes habe. Füße. Richtig. Wir fangen mit den Füßen an. Fanservice. Alrighty. Ihr wisst ja, Pandas sind schwarz und weiß. Yin und Yang. 69. Und deswegen habe ich hier Fresh Boots. Fresh Boots. 69. Yin und Yang. Oh Gott, ich muss weiter. Füße. Oh, eine Socke. Ein kleines Kristallchen. Ich bin VTuber und habe Beine. Imagine. Das reicht noch nicht. Das reicht uns noch nicht. Da geht noch mehr. Ich habe Knie. Und, oh, was ist das? Was ist das denn hier? So, is that enough? Oh! 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 Twitch, don't bun! Don't bun! There's only thighs! Und einen kleinen Panda-Zipper! Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann... Melone. Und ich habe frische Nägel und Ringe. Der Rock ist kaputt. Der Rock ist nicht kaputt. Der Rock ist nicht kaputt. Ihr seid kaputt. Der Rock ist nicht kaputt. Oh, schaut euch das schöne Design auf dem Rock an. Da sind so Hortensienblüten drauf und ein Panda-Bärchen und da ist eine Wassermelone. Da ist noch ein Panda. Schaut euch meine coole Jacke an mit den Pandas drauf. Ist das nicht eine frische Jacke? Oder ein Bauchnabel. Ich habe einen Bauchnabel. Machen wir weiter. Und ich habe hier wieder die süßen Charms. Links an meinen, wie nennt man das? Gurt. Und an der Jacke steht Suki Dingels drauf. Der sogenannte Schambereich. Alrighty. Seid ihr ready, mehr zu sehen? Ich habe eine wunderschöne Krawatte. Und noch eine Wassermelone. Eine Panda-Krawatte. Und noch mehr Wassermelonen. Wir können nicht genug Wassermelonen bekommen. Und noch mehr Pandas. Das reicht uns doch nicht. Wir brauchen noch mehr Pandas. Zwei Melonen. Und noch ein Panda. Und noch ein Panda. Und dies ist mein neues Outfit. Hallo, Buggers. Hallo! Ohio! Kambawa! Mina-san! Aber das ist ja noch nicht alles. Es ist nicht nur ein Sailor-Panda-Wassermelontes angelehntes Outfit, sondern wollte ein bisschen was Comfigeres, Mäßiges haben. Und deswegen... Habe ich noch ein zweites Outfit? Denn ich habe ja unter dem Rock und unter dem Sailor-Outfit noch was unter. Deswegen
You wanna see? Ein eher comfy-mäßigeres Outfit. Comfy Streams. Okay. Twitch don't bunny, okay? Okay? Twitch don't bunny. Es ist comfy. Trust me, it is comfy. Alright. It is comfy. Ta-da! 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 Was für Nippels? Das sind keine Nippels. Das ist eher so ein comfy Outfit. Ich habe dieses Outfit neu und einen Sailor Outfit. Das sind meine beiden neuen Outfits. Ich hoffe, ihr mögt es so sehr wie ich. Ja. Ich habe hier noch einige coole Toggles. Und zwar habe ich noch eine frische Panda-Brille. Und ich kann natürlich auch noch die Jacke ausziehen. Anziehen. Und ich habe natürlich wie immer die gleichen, beziehungsweise ein bisschen neuere Expression. Ich kann jetzt... Wow. Oder... Wenn der Chat einfach wieder böse ist. Du hast deine Wäsche heute nicht gemacht. Mach gefälligst deine Wäsche. Wir sind nie böse, ne? Das gelogen, das wisst ihr. Und wir haben wie gewohnt, auch wie bei dem anderen Model, einen Controller. Und ein Mikrofon. Und Winke. Und natürlich kann ich meine Haare auch wie immer ändern. Oder, falls mal wieder Trollolos reinkommen hier in den Chat und mich richtig anpissen, habe ich jetzt den perfekten Knopf dafür. Den perfekten Knopf dafür. Ja. Frech. Und wenn der Chat mal wieder super lieb ist und wir ein bisschen Liebe verteilen wollen, habe ich auch noch einen neuen guten Knopf dafür. Und das ist dieser hier. Also seid gefälligst lieb, sonst kommt der hier. Und sonst kriegt ihr den hier. Ganz viel Liebe an euch. Und mein Lieblingstoggle. Wir können ja Barky nicht vergessen. Seid ihr bereit für Barky? Okay. Look at Barky. Schaut euch Barky an. He's involved. He's a big boy now. Ich will dir an seine Ohren wackeln und sein Haar. Barky ist auch dabei. My baby. I mean, look at him. Ursprünglich, als ich, also wurde auch gefragt, wer das gezeichnet hat. Das war UltraCat. Ich schicke euch das noch gerne mal. UltraCat ist meine VTuber-Mom. Und meine andere Mami, die Mimi, die ist meine Rigger-Mami. Die hat das alles hier geriggt, damit es beweglich ist. Das sind meine beiden Mamis. Und ursprünglich, als ich das alles designt hatte, waren zwei Outfits. Deswegen ist der Rock auch ein bisschen, ähnelt es ein bisschen an meinem alten Outfit mit dem Schlitz. Weil die Outfits habe ich selber designt. Und es sollte eigentlich alles zusammen sein. Und es hat ein bisschen gedauert. Dementsprechend sind das jetzt zwei Outfits geworden. Und wer mich schon sehr, sehr lange kennt, mein allererstes Outfit war auch so ein Sailor-Outfit.
Und ich wollte Back to the Roots. Und noch so ein cozy Sailor-Outfit haben. Besides this Original-Outfit, das ich hatte mit den Hortensien und dem Lore-Video und so. Ja. Also so ein Back to the Roots-Outfit mit Comfy-Funktion. Dieses Top kennt ihr vielleicht auch noch von meinem 3D-Model. Da habe ich auch ein Outfit, das diesen bisschen ähnelt, also zumindest der Top. Bottom habe ich mir selber ausgesucht, damit es halt ein bisschen so, ein bisschen comfy-mäßiger ist. Dididis. Aber ich habe ja euch gesagt, es gibt nicht nur ein neues Outfit, sondern auch neuen Merch. Da schauen wir zusammen rein. So! Merch gibt es auf sukidingels.job. Das sind jetzt die Final Designs. Eigentlich wollte ich alles beim Debüt releasen. Mit den beiden Outfits. Das sind jetzt die Sachen, die es immer im Shop geben wird. Es wird natürlich auch noch so Limited-Sachen geben, aber die Sachen wird es immer geben. Deswegen sind die von Design her auch ein bisschen gleich. Nur halt andere Motive drauf. Gucken wir uns doch einfach mal das erste Design an. Tada! Da ist das Sail-Outfit mit Wassermelone. Das ist das erste neue Design. Und dann haben wir hier noch ein Full-Body-Design mit Regenschirm und Panda und einem Wal. Das ist so ein wunderschönes Design. Ich würde euch gerne mal, warte mal, ich zeige euch das mal ein bisschen in schönerer Auflösung. Moment. So. Das sind die Designs. Das ist das erste Design. Es ist so viel Detail drin. Ich liebe es einfach. Der Background und die Wassermelone darf natürlich nicht fehlen. Das ist das erste Design. Und natürlich haben uns jetzt entschieden, dass wir das Schwarz-Weiße wegnehmen. Und das mit dem blauen Akzent einfach reinmachen. Das kam jetzt mehr bei euch an als das normale Schwarz-Weiße. Deswegen gibt es nur noch die schwarz-weiß-blauen Designs. Und dann haben wir hier... Der zweite, das ist einfach zu groß, um das... Der zweite Designs, kann man ein bisschen mehr reinzoomen, dann seht ihr auch ein bisschen mehr. So viel Details drin in der Zeichnung. Natürlich mit meinen Lieblingsblumen, Hortensien und... einen kleinen Buggy haben wir hier auch noch. Der sich an der Jacke festklammert. Das ist das zweite Design. Und weil letztes Mal sich beschwert wurde, nicht beschwert, aber gefragt wurde, ob man auch nach Österreich und Schweiz was senden kann. Ab jetzt müsstet ihr eigentlich, ich hab mit den Shop-Inhaber gequatscht. Ab jetzt müsstet ihr eigentlich auch nach Österreich und Schweiz bestellen können. Die Künstlerin, die meinen Merch gezeichnet hat, heißt Kommt. Die hat meine beiden Merch-Designs gemacht. Also für die Shirts und die Sweatshirts und die Hoodies. Und ja, jetzt ist der Merch-Shop erstmal komplett. Bis wir coole neue Sachen haben. Beziehungsweise kommt ja noch ein Ducky Makura kommt noch. Keychains kommen noch. Und ich hoffe, wir kriegen das dieses Jahr auch noch hin. Plüschtiere. Einen Ducky-Plüschtier. Ich hoffe, es gefällt euch allen. Vielen, vielen lieben Dank für all euren Support. Ohne euch wäre das überhaupt alles gar nicht möglich gewesen. Dass ich dieses wunderschöne neue Model habe und auch das neue Outfit und allgemein auch Merch. Dankeschön an euch, Buggers.